Geschichte. Noch konkreter wird die Union in ihrem Positionspapier zur Ablehnung des Volksentscheids. Statt des Begriffs Volksentscheid wird hierin ganz bewusst das Fremdwort Plebiszit verwendet. Denn mit der Übersetzung des lateinischen Wortes Plebiszit glaubt die Union verdeutlichen zu können, welche Gefahr in der direkten Demokratie steckt. So heißt es in dem Papier, das Plebiszit ist der Beschluss, Zitat, des niederen Volkes, Plebs. Nach Lesart der Union würde mit Verweis auf das alte Rom nicht die gebildete Bürgerschaft die Entscheidungen im Land fällen, sondern, Zitat, die ungeordnete, manipulierte, mit Brot und Spielen bei Laune gehaltene Masse des niederen Volkes.